Spätestens seit Höhle der Löwen hat jeder mal von Venture Capital gehört. Star-Investoren wie Frank Thiel investieren in krasse Startups und machen damit Millionen. Wie so oft ist die Wahrheit aber nicht ganz so, wie es uns im Fernsehen vermittelt wird. Hinter der glitzernden Fassade an hippen Investoren, die durch ihre Investments helfen, das nächste Facebook oder Apple zu finden, liegt noch viel, viel mehr. Die Industrie ist ziemlich klein und verschwiegen. Wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen und klären, ob man mit Venture Capital wirklich so unglaublich reich werden kann, was Venture Capital überhaupt ist und ob VCs immer positiv für Startups sind oder ob es da auch ein paar schwarze Schafe gibt und was eigentlich diese ganzen Fachwörter wie Pre-Seed, Seed, Series A, Unicorn etc. bedeuten. Zuerst einmal, was ist VC überhaupt? Dafür haben wir Alex von Frankenberg, den Managing Director vom Hightech Gründerfonds, einem Investor mit Fokus auf Hightech Startups, gefragt. VC steht für Venture Capitalist und das sind Unternehmen, auch vielleicht Privatpersonen, die haben Geld und die geben das Geld jungen aufstrebenden, stark wachsenden Unternehmen, Technologieunternehmen. Es ist aber kein Kredit, sondern die VCs bekommen Anteile an dem Unternehmen. Der Unterschied für die Gründer, Gründerinnen ist, dass sie keine Sicherheiten geben müssen. Das heißt, wenn das Geld verloren geht, dann stehen die nicht mit in der Kreide und müssen es abbezahlen. Dafür geben sie halt einen Teil der Firma ab. Aber warum nimmt man als Unternehmer in Kauf, einen Teil seiner Firma abzugeben? Warum bekommt man als Startup nicht einfach Geld von der Bank? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal gucken, was ein Startup ist und was kein Startup ist. Wenn ich zum Beispiel durch LinkedIn scrolle, bekomme ich wirklich Gänsehaut vor Cringe, wenn ich irgendwelche Anfang 20-Jährigen sehe, die sich als Startup-Gründer präsentieren und sich dann rausstellt, dass sie die 500 Millionen zur Social-Media-Agentur betreiben. Ein junges Unternehmen ist nämlich nicht ein Synonym für Startup. Ein Startup ist ein Unternehmen, das meist durch Technologie ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, die eine bestehende Branche revolutionieren will und das durch eben diese Technologie extrem schnell skalieren kann. Startups haben dadurch oft sehr, sehr hohe Startkosten und sehr, sehr wenig Gewinn zu Beginn. Das macht Startups sehr risikoreich, weshalb die meisten auch schnell pleite gehen. Wenn sie dann aber doch erfolgreich sind, können sie in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell wachsen und extrem groß werden. So, wenn wir das verstanden haben, checkt man recht schnell, dass eine normale, langweilige Bank solchen risikoreichen Unternehmungen meist kein Geld zur Verfügung stellt. Ein anderer Investor muss also her. Aber stopp mal kurz. Warum sollte man eigentlich überhaupt Investoren in seiner Firma drin haben? Was könnten potenzielle Nachteile von externen Investoren sein? Denkt mal ein paar Sekunden drüber nach. Nun, wir geben Firmenanteile an eine andere Partei ab. Und diese Partei hat dann extrem viel Einfluss auf unsere Entscheidungen. Teilweise haben sie sogar mehr Einfluss als wir und könnten uns im Worst Case vielleicht sogar rauswerfen. You're fired. Goodbye. Und wenn sie einmal drinne sind, ist es auch nicht mehr so einfach, sie wieder rauszubekommen. Und natürlich, Investoren wollen am Ende des Tages Geld sehen. Wie bekommen sie ihr Geld am Ende? Das nur mal zu den Kontraargumenten. Wir sehen also, es gibt sehr, sehr gute Gründe, kein externes Geld aufzunehmen. Und wenn wir uns mal die Realwirtschaft draußen in der Welt anschauen, sind die wenigsten Unternehmen Startups im klassischen Sinne oder haben irgendwelche crazy Investoren. Um also erfolgreicher Unternehmer zu sein, brauchen wir A, kein fancy Startup oder B, überhaupt Investoren. Wir können also schon mal festhalten, dass Venture Capital als Finanzierungsquelle nicht für jede Geschäftsidee geeignet ist und in der Realwirtschaft nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz überhaupt anspricht. Aber woher denn der ganze Hype? Sagen wir mal, du hast eine solche Idee, die das Potenzial hat, extrem zu wachsen. Du brauchst also Geld von externen Investoren. Aber selbst hier solltest du nun aufpassen und schauen, ob der Investor für dein Businessmodell geeignet ist. Oder besser gesagt schauen, ob deine Idee ein VC-Case ist. Ja, was heißt das denn jetzt schon wieder? Eigentlich recht einfach. Du musst verstehen, wie ein VC Geld verdient und wenn deine Idee den Fonds reich macht, bekommst du natürlich auch Geld von dem Fonds. Und das funktioniert so, durch den sogenannten Exit. Das heißt, der Fonds, der Anteile an deinem Startup kauft, muss auch irgendwann die Anteile wieder an jemanden verkaufen, um Geld zu verdienen. Sagen wir mal, Fonds A kauft 10% an einer Firma, die 10 Millionen Euro wert ist. Das heißt, die Anteile sind 1 Million Euro wert. Recht einfach. Wenn jetzt das Unternehmen gut wächst und plötzlich 50 Millionen Euro wert ist und verkauft wird, hat sich ja der Wert verfünffacht und unser VC-Kumpel macht ordentlich Kohle. In dem Fall sind die Anteile, die vorher 1 Million Euro wert waren, 5 Millionen Euro wert. Happy End, alle sind reich, wir können das Video eigentlich beenden. Ja, nur so läuft es leider in der Praxis meistens nicht ab, denn wenn es so einfach wäre, würden VCs den ganzen Tag Party machen. Denn es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht so ist. Auf der einen Seite haben es Startups so an sich, dass sie halt nur mal oft pleite gehen. Um die 90%, wenn man manchen Statistiken glauben mag. Und das hat verschiedene Gründe. Manchmal raucht der Gründer Weed im Privatjet und hat nicht mehr die Zeit fürs Wichtige, aka Geld verdienen. Manchmal dreht sich der Markt und es sind plötzlich andere Sachen im Trend, so wie während oder nach der Pandemie. Und manchmal findet man einfach keine neuen Investoren mehr, die weiteres Geld in das Startup pumpen.
pumpen wollen. Das heißt, für einen VC, wenn er in 10 Startups investiert, ist es lange nicht garantiert, dass auch alle 10 erfolgreich werden. Das heißt, gerade Early Stage VC, also wo Leute zu euch kommen, die nur eine grobe Idee ohne fertiges Produkt, Markt oder geschweige denn Team haben und dann euer Geld wollen, hat teilweise mehr Gemeinsamkeiten mit irgendwie Sportwetten oder random Kryptowährung kaufen, als mit einem langfristigen Investmentansatz à la Warren Buffett etc. Natürlich würde das jeder professionelle VC abstreiten. Im professionellen Business-Denken nennt man solche YOLO-Trades Hit-Business. Das heißt, es ist einkalkuliert, dass von 20 Investments 15 pleite gehen. 2 bleiben circa gleich, 2 verdoppeln oder vielleicht sogar verdreifachen sich, aber einer. Eine Firma im Fonds wird das neue Facebook. Ein Fund-Returner, der die ganzen anderen schlechten Investments wieder rausholt. Und auch wie bei Sportwetten und Wall Street Bets gibt es Leute, die extrem gut darin sind und teilweise mehrere dieser Superfirmen in ihrem Fonds haben und damit extrem viel Geld verdienen. Und so spannen wir den Bogen zurück zum Anfang, zu unserer Idee. Denn unsere Startup-Idee muss so groß werden können, dass sie die Chance hat, ein Multimilliardenkonzern zu sein und keine regionale Pommesbude, weil sie muss ja die anderen 15 schlechten Investments wieder ausbügeln. Daher kommt auch das Wort Unicorn. Das beschreibt ein Startup mit einer Bewertung von über 1 Milliarde. Das heißt halt so, weil die meisten Startups pleite gehen und wenn dann ein Startup 1 Milliarde wert ist, ist es halt so selten, als wie wenn man ein Einhorn sieht. Okay, also einfach das nächste Facebook gründen und dann für ein paar Milliarden verkaufen. Win-win, ich und der VC werden reich. Ja, in der Theorie vielleicht, aber in der Praxis läuft es nicht so einfach. Teilweise geht sogar nur der Investor, also der VC, mit Gewinn raus. Die Gründer bekommen dann oft trotz Multimillionen-Exit den geringsten Teil. Macht doch irgendwie Sinn, weil die VCs machen ja schließlich die ganze Arbeit. Denn hier kommen jetzt verschiedene Finance-Buzzwords ins Spiel, die man verstehen muss, wenn du zum Beispiel am Ende deines Multimilliarden-Verkaufs nicht ohne Kohle dastehen willst. Aber von vorne. Bei Unternehmen hat man ja Anteile. Und hier gibt es 2 verschiedene Klassen. Es gibt einmal die Common Shares und die Preferred Shares, also zu Deutsch die Stammaktien und die Vorzugsaktien. Gründer halten in der Regel Common Shares, während Venture Capital Investoren Preferred Shares halten. Die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Aktientypen beeinflussen dann, wie die Erlöse aus einem Exit, also zum Beispiel Verkauf, verteilt werden. Inhaber von Preferred Shares, also Vorzugsaktien, haben oft eine Liquidationspräferenz, die ihnen garantiert, dass sie ihre ursprüngliche Investition zurückbekommen, noch bevor die Inhaber der Common Shares überhaupt irgendwas bekommen. Die genaue Liquidationspräferenz ist dann abhängig von den Vertragsbedingungen. Und genau das führt dazu, dass die Investoren zuerst ihr Geld bekommen. Bei mehreren Fundingrunden dann immer der letzte Investor, der zuerst das Geld bekommt, das Geld wird quasi von hinten nach vorne verteilt, bis es erst ganz am Ende zum Schluss beim Gründer ankommt. Um das zu illustrieren, nutzt man sogenannte Wasserfallmodelle. Wir haben hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Wenn euch das zu kompliziert ist, skippt einfach den Part zum nächsten und da reden wir über die Memes im Venture Capital. Also, Beispiel. Unser Startup wird gegründet. Wir haben als Gründer natürlich 100% der Anteile. Jetzt bekommen wir recht schnell unser erstes Investment, das nennt man die Seed-Runde. Hier die Details. Ganz vereinfacht liegt unsere Unternehmensbewertung bei 5 Millionen Euro. Unser Investor investiert 1 Million Euro für 20% der Anteile. Damit ist unsere Post-Money-Bewertung, also die Bewertung, nachdem das Geld quasi reingekommen ist, 6 Millionen Euro. Weil 5 Millionen vorher plus das 1 Million vom Investor sind 6 Millionen. Wir Gründer halten also nur noch 80% der Anteile, weil der 20% der Investor hat. Relativ einfach bis hierhin. Ja geil, 1 Million Euro zum Skalieren, also ab an die Arbeit. Das Business boomt und wir wachsen. Jetzt circa ein Jahr später wollen wir wieder Kapital aufnehmen. Wir raisen unsere zweite Funding-Runde, die sogenannte Series A. Unsere Unternehmensbewertung ist 10 Millionen Euro. Wir sind krass gewachsen, wir haben uns verdoppelt. Das nennt man Pre-Money-Valuation, weil das ist die Bewertung vor der Runde. Wir bekommen jetzt einen neuen Investor, der 2 Millionen Euro für wieder 20% der Anteile in uns investiert. Damit ist die Post-Money-Bewertung, also die Bewertung jetzt nach dem Geld, 12 Millionen Euro, weil wir hatten ja die 10 Millionen von vorher plus die 2 Millionen, die reinkommen, sind 12 Millionen. Aber Achtung, hier wird es jetzt schon kompliziert. Dadurch, dass der zweite VC jetzt 20% bekommt, verwässern sich die Anteile der anderen Parteien ja. Gründer halten jetzt nicht mehr 80%, nur noch 66,67% der Anteile und VC 1 hat auch keine 20% mehr, sondern noch 16,67% der Anteile. Aber alles gut bis hierhin. Es hat in der Vergangenheit alles funktioniert. Wir merken aber vielleicht jetzt nach ein paar Wochen und Monaten, dass wir ein gewisses Plateau erreichen. Wir wachsen langsamer und vielleicht noch ein paar Monate später überhaupt nicht mehr. Unser Startup gerät in eine Krise. Profitabel sind wir noch lange nicht. Wir brauchen aber natürlich trotzdem Geld, weil, naja, wir müssen den Laden irgendwie am Laufen halten. Wir haben ja Kosten jeden Monat. Wir sind also gezwungen, wieder Geld aufzunehmen. Die nächste Runde ist die Series B. Und ab hier geht's dann auch so mit den Buchstaben weiter, also C, D, E etc. Also, unsere Series B. Die Unternehmensbewertung Pre-Money ist 20 Millionen Euro. Bis zur Krise sind wir ja noch gut gewachsen, daher auch die höhere Bewertung. Erst ab jetzt erreichen wir ein Plateau. Neuer VC, VC 3, investiert 4 Millionen für 20% der Anteile. Damit ist die Post-Money-Bewertung 24 Millionen Euro. Da es uns aber schlecht geht, erhält VC 3 eine zweifache Liquidationspräferenz. Dazu kommen wir gleich.
Es gibt auch wieder Verwässerung. Gründer halten nur noch 55,56% der Anteile, VC 1 nur noch 13,89% und VC 2 nur noch 16,67% der Anteile. Das Geld reicht aber auch nicht aus. Ein paar Monate später müssen wir wieder Geld aufnehmen. Diesmal ein Kredit in Höhe von 6 Millionen Euro und irgendwie beten, dass es nach oben geht. Aber wir sind einfach schlechte Unternehmer oder keine Ahnung, das Universum ist gegen uns. Wir verbrennen jeden Monat Geld, es wird nicht besser, wir sind tief in der Krise. Glücklicherweise bekommen wir jetzt ein Übernahmeangebot von 18 Millionen Euro. Die VCs, also Investoren, wollen, dass wir es annehmen. Und irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, klingt es ja eigentlich ganz geil. Ich meine, die Firma läuft nicht gut und wir als Gründer haben hier immer noch mehr als 50%. Also 18 Millionen Euro, 50% hieß ja eigentlich 9 Millionen Euro für uns. Ja, war eine Fangfrage natürlich, denn hier ist unser Wasserfallmodell. Wir erinnern uns, das Geld wird von vorne nach hinten verteilt. VC 3 hat ja eine zweifache Liquidationspräferenz. Also erhalten sie zweimal ihre investierten 4 Millionen, also 8 Millionen. Von den 18 Millionen, die wir bekommen haben, gehen schon mal 8 Millionen raus, das heißt, es bleiben noch 10 Millionen Euro übrig. Jetzt müssen die Schulden ja auch noch zurückgezahlt werden. Das heißt, von den 10 Millionen gehen schon mal 6 Millionen Euro wieder weg, bleiben nur noch 4 Millionen Euro übrig. Und jetzt sind die ganzen anderen Investoren dran. VC 2 aus der Series A erhält seine 2 Millionen Euro zurück. VC 1 aus der Seed-Runde erhält seine 1 Million Euro zurück. Das heißt, von den 4 Millionen gehen 2 Millionen Euro raus, wieder 1 Million, es bleibt noch 1 Million Euro übrig. Dieser Rest in Höhe von 1 Million Euro wird jetzt entsprechend der Anteilseigner aufgeteilt. Das heißt, wir Gründer mit ca. 55% bekommen ca. 555.000 Euro. Und VC 1, 2 und 3, halt je nachdem so viel, wie sie Anteile haben, haben wir hier mal ausgerechnet. Also, hört sich super an. VCs finanzieren Startups und bekommen oft am Ende das meiste Geld. Aber was bieten sie eigentlich dafür, dass sie so viel bekommen? Irgendwie ein gewisses krasses Know-how oder irgendwas Bestimmtes? Wie so oft ist die Wahrheit nicht ganz so rosig. Nicht umsonst gibt's gefühlt 1 Million Memes über VCs, die sich da etwas geiler fühlen, als sie in Wirklichkeit sind. VCs sagen zwar oft, dass sie Smart Capital bringen, Netzwerk, Know-how und so weiter, aber diese Versprechen gelten natürlich nicht für alle Fonds. Im Gegenteil, im schlimmsten Fall kriegt man keine wertvollen Tipps, sondern einfach nur einen wöchentlichen Anruf, dass man schneller wachsen soll. Und auch beim Investment muss man aufpassen. Manche VCs packen seltsame Klauseln und Bedingungen in ihre Verträge. Wirtschaftliche Klauseln und es gibt nicht wirtschaftliche Klauseln. Und bei den nicht wirtschaftlichen Klauseln würde ich darauf achten, welche Rechte, Sonderrechte der Investor hat. Und warum hat er spezielle Rechte? Warum hat er Sonderrechte? Weil der hat ja nicht die Mehrheit. Wir haben zum Beispiel immer weniger als 25%. Damit hat man eigentlich nichts zu sagen. Jetzt geben wir aber das ganze Geld. Wollen wir doch was zu sagen haben. Also wir wollen dem Budget zustimmen, wir wollen ein Viertel Barat haben. Und da gibt es eben ein paar Dinge, da sollte man genau darauf achten. Einmal so generell bei den Sonderrechten, habe ich als Unternehmer noch genügend Freiraum, mein Unternehmen zu führen? Und vielleicht ein Sonderrecht, was man besonders hervorheben sollte, kann mich der VC rausschmeißen. Ja, weil man streitet sich, hätte ich gerade gesagt, und zack, schmeißt er einen raus und darauf könnte man sich einlassen. Man sollte es zumindest mal gelesen haben und genau verstehen. Und es ist eher unüblich, wir machen das nicht, dass die VCs die Gründer, Geschäftsführer rausschmeißen können. Der größte Kritikpunkt ist aber folgender. Sobald ein oder mehrere Investoren am Startup Anteile halten, ist deren Ziel natürlich, ihr Geld zu vermehren. Und dieses Ziel muss dann auch das Ziel des Gründers oder der Gründerin sein. Und das ist halt nicht für jeden was. Manche wollen vielleicht eher langsamer wachsen, rumexperimentieren und durch Kreativität noch bessere Produkte bauen oder einfach unabhängig bleiben. Aber ein VC wird eher darauf pushen, das Unternehmen möglichst schnell, möglichst groß zu machen und dann ein noch größeres Unternehmen zu verkaufen oder an die Börse zu bringen, um abzucashen. Und im Worst Case? Verliert man als Gründer sogar die Kontrolle und wird von den VCs aus dem Unternehmen geworfen. Frag mal bei Travis Kalanick nach, der aus seinem eigenen Business Uber zum Ausstieg gezwungen werden sollte. Gut, fairerweise muss man sagen, dass die meisten auch irgendwas dabei verkackt haben, aber so ein Kontrollverlust ist halt nicht für jeden was. Zumindest sollte man dann wenigstens die Verträge genau lesen, um zu wissen, dass sowas möglich sein kann. Aber zurück zum Thema, denn VC ist mehr als nur Geld, denn alle VCs geben dir ja Geld. Die Schlaueren unter den VCs haben sich nämlich gedacht, okay, Geld geben irgendwie alle, wir müssen noch einen draufsetzen. Und so ist das Konzept von Smart Money entstanden. Also nicht nur die Kohle, sondern noch irgendwas on top. Zum Beispiel, ein großes Netzwerk durch die anderen Portfoliounternehmen im VC, weil die ja auch an irgendwas Ambitionierten arbeiten und man sich mit denen gut austauschen kann. Externe Berater oder die Partner selber im Fonds, die selber auch oft erfolgreiche Unternehmer waren. Dann sind gerade im Early-Stage-Bereich viele Fonds auch operative Sparring-Partner für ihre Startups und helfen in strategischen Fragen, Marketing, Growth etc.
Auch administrative Aufgaben, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Personal, werden dann von Mitarbeitern vom Fonds übernommen, da im Early-Stage-Bereich ein 10-Mann-Startup sich so voll auf ihre Mission fokussieren kann und die ganzen langweiligen Sachen einfach outgesourced werden. So, jetzt wissen wir zwar viel über Venture Capital in der Theorie, aber wie sieht's denn in der Praxis aus? Welche Fonds gibt's in der Dachregion? Welche will man als Investor haben und was sind daneben noch gute Ökosysteme zum Netzwerken? Im Endeffekt könnt ihr schon an den Investments erkennen, wie gut ein VC ist, denn die mit den meisten Unicorns werden wahrscheinlich auch in Zukunft die ersten Adressen für Top-Gründer sein. In der Dachregion gibt es zum Beispiel diese VCs, die sehr erfolgreich sind. Da haben wir dann zum Beispiel Early Bird, Rocket Internet bzw. Global Founders Capital, Cherry Ventures, Project A, Picos, Lakestar, La Familia, HV und Speed Invest und so weiter. Diese Firmen haben aber auch untereinander vereinzelt Unterschiede, zum Beispiel Industrien, in denen diese mehr Deals machen als andere oder auch die Arbeit mit ihren Portfoliofirmen. Zum Beispiel unterstützen Project A, Picos oder Cherry ihre Portfoliofirmen auch bei operativen Fragestellungen. Generell macht es aber keinen Sinn, nur auf den Dachraum zu gucken. Die Branche ist international und die meisten Fonds investieren in ganz Europa. Europäische Top-Adressen neben einigen von den deutschen, die wir schon genannt haben, sind die folgenden hier. Natürlich könnte man jetzt noch zu allen einzelnen Fonds sagen, warum diese krass sind, bla bla bla, aber ich denke, das reicht für einen groben Überblick. Wenn ihr jetzt schon parallel auf der Webseite der Firmen geschaut habt, weil ihr euch bewerben wolltet, merkt ihr vielleicht, dass es da oft gar keine Jobs gibt. Also, die entscheidende Frage, wie kommt man da überhaupt rein? Beziehungsweise, wie macht man Karriere im Venture Capital? Nun, im VC sieht man selten Leute, die direkt nach der Uni einsteigen. Die meisten wechseln von anderen Branchen als Exit oder so rüber. Es gibt hier keine klare Karrierestruktur wie im Investmentbanking oder der Beratung. Man kann es grob in zwei Kategorien aufteilen. Auf der einen Seite die mit einer vorher normalen Karriere, also meistens von Beratungen, Big Tech oder teilweise auch Banker, die nach ein paar Jahren dann rüberwechseln. Auf der anderen Seite Leute aus der Startup-Bubble, also Leute, die schon vorher erfolgreich oder unerfolgreich gegründet haben oder eine strategische Rolle bei einem schnell wachsenden Startup begleitet haben. Das heißt, Venture Capital ist somit wesentlich breiter aufgestellt als andere klassische High-Performer-BWL-Branchen, auch weil hier nicht nur BWLer sind, sondern auch viele Techies mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund. So schön und gut, aber die wichtigste Frage, wie viel verdient man denn da? Nun, meistens mal am Anfang gar nicht mal so gut. Das große Geld kommt erst in den höheren Positionen, wenn man auch an der Performance der Fonds beteiligt wird, ähnlich wie im Private Equity. Und wie viel verdient man auf der Jahresebene? Ich würde sagen, überdurchschnittlich, so Größenordnung als Analyst von der Hochschule mit sehr guten Abschlüssen, liegt man so bei plus minus 50.000. Dazu muss man aber sagen, dass es stark variieren kann und natürlich auch von den Fonds abhängig ist. Generell muss man sagen, dass wenn man aus den klassischen Branchen wie Banking oder Beratung rüberwechselt, Gehaltseinbußen hat. Dafür hat man aber eine coolere Arbeitstätigkeit. Man hat den ganzen Tag mit innovativen, jungen Unternehmern zu tun und kann irgendwie die Zukunft mitgestalten, weshalb der Job auch so beliebt ist. Okay, nice. Vielleicht seid ihr aber noch am Anfang eurer Karriere und habt jetzt das Video gesehen und wollt vielleicht erst mal mit einem Praktikum durchstarten. Nun, wie wir gelernt haben, gibt es gefühlt nur 10 krasse VCs in der Dachregion, die alle guten Deals machen. Das heißt, wir wollen natürlich zu einem von diesen Top-Playern. Und wie bei anderen Fonds, also Private Equity oder Hedgefonds, haben diese Art von Unternehmen meistens nie viele Mitarbeiter. Ein Fonds, der zum Beispiel ganz Europa abdeckt und mehrere hundert Millionen bis Milliarden verwaltet, kommt locker mit 10 bis 20 Mann im Investmentteam aus. Das heißt auch, die Branche hat wahrscheinlich, wenn wir uns die Top-Fonds angucken, keine 200 Mitarbeiter in der Dachregion. Daher ist die Bubble sehr klein und beschränkt sich geografisch zum größten Teil auf Berlin-Mitte und ein bisschen noch München. Es ist also sehr schwer reinzukommen. Gerade jetzt, wo der Markt auch schlecht ist, stehen Praktika und andere Stellen dementsprechend meistens nicht zur Verfügung und werden teilweise erst gar nicht ausgeschrieben, sondern ausschließlich übers Netzwerk vergeben. Netzwerk ist also in dieser Branche wahrscheinlich wichtiger als in allen anderen Bereichen. VC ist ein People's Business. Auf der einen Seite, wenn ihr im VC arbeiten wollt, um an die Stellen zu kommen, auf der anderen Seite, wenn ihr gründen wollt, da ihr so euer Pitch-Check einfach an eure Kollegen über WhatsApp schicken könnt. Netzwerken geht natürlich über Konferenzen, studentische Initiativen, Workshops etc., aber eigentlich vereinfacht kann man es alles auf die Uni runterbrechen. Und in Deutschland sind das mit großem Abstand die WHU und die TUM. Gefühlt halb Berlin, sei es VC oder High-Growth-Startup, ist voll von Absolventen dieser zwei Hochschulen. Wenn ihr hier studiert oder studiert habt, könnt ihr eigentlich überall jemanden anhauen. Und das ist auch in Zahlen belegt, wie wir hier sehen. Ja, und wenn das alles nichts wird, könnt ihr immer noch Finanzminister werden. Zur Vorbereitung könnt ihr hier das Video vom Biografen über Christian Lindner schauen. Ciao, bis nächstes Mal.